Und auch wichtig, sage ich mal, das Thema Zirbeldrüse ist ja relativ präsent auch, sage ich mal, in Kreisen von Yoga, Meditation und so diese ganze, sage ich auch mal, ich sage jetzt mal Esoterik, also nicht abwertend gemeint. Nee. Und dort wird aber häufig die körperliche Komponente vergessen. Das heißt, Nice, es das wird stimmt. gedacht, ich kann Ja. alles mit meinem Geist machen, ich Ja. muss nur mich darauf konzentrieren, ich muss mich affirmieren, ich muss, mir fehlt gerade das Wort, einfach, wie heißt das Wort? Manifestieren. Das, genau, Manifestieren, das reicht. genau. Ja. Und wenn ich aber komplett vergiftet bin und mir auch die Nährstoffe fehlen, dass Ja. überhaupt diese Funktion in meinem Gehirn, in meinem Körper ablaufen können, dann wird es ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen oder ist wahrscheinlich quasi fast unmöglich. Ich bin ja da schon super lange auch in der Szene drin, auch in diese ganze Dispenser-Bewegung. So, ich kenne alle Ecken, ich kenne alle Leute. Weißt du, also ich habe so viele Menschen, mit denen ich verbunden bin, die mir ihre Geschichten erzählen. Und ich kann es einfach nicht verstehen, was da passiert. Also es ist in Ordnung, dass man mit dem Geist alles erschaffen kann. Geist erschafft Materie. Aber come on, also es ist immer Körper, Geist, Seele. Es ist nicht voneinander zu trennen. Und wenn der Körper, wie du sagst, völlig vergiftet ist, also das habe ich, bin ja bei Astro TV neulich gewesen, das war halt auch ganz lustig. Und das ist halt ein bisschen die Generation Esoterik. Und ich wurde da eingeladen zum Interview, auch ganz süß. Und weil die das auch ein bisschen cooler und auch die körperliche Ebene auch ein bisschen integrieren wollten. Und das ist halt ganz spannend zu sehen, was da passiert. Dass die Leute sich dann, dass die Tausende an Gelder ausgeben für irgendwelche Heilsteine oder für irgendwelche Tarotkarten, aber zu Hause sitzen vorm Fernseher und immer dicker werden und denken, dass die Heilsteine schon alles regeln werden. Ja, also alle keinen Aspekt vernachlässigen und ja, das, weil sonst wird man nie sein volles Potenzial entfalten können, nicht ansatzweise. Ja. Es fragt noch jemand, er ist etwas zu spät gekommen, wie heißt der Gast und wo kann man sie finden? Also wir haben es hier mit Caroline Tietz zu tun, sie ist Heilpraktikerin in Hamburg und du kannst sie finden, ja eigentlich in allen sozialen Netzwerken. Ich glaube, am aktivsten bist du auf Instagram, ne? Einfach dort Ja, einfach Caroline Tietz. carolintietz.de eingeben. Da findet man auch alle meine Kanäle. Also ich bin ja mittlerweile schon mehr als Heilpraktikerin. Ich bin ja auch Gründerin von einer eigenen Firma mit Supplements, einer eigenen Akademie, ein Healing Center, also Speakerin, Autorin. Genau, also im Moment bin ich eigentlich hauptsächlich Speakerin. Also ich rase gerade von Interview zu Interview. Genau. Ja, da Ja. freue ich mich, dass du noch hier vorbeigerast gekommen bist. Genau. Okay. Gut. So, jetzt muss ich mich mal kurz wieder fokussieren. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zum Thema sagen, wie man, also was so die wichtigsten Punkte sind, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, wenn man seiner Zirbeldrüse was Gutes tun möchte. Du hast gesagt, Entgiftung ist sehr, sehr wichtig. Du hast gesagt, Alpha-Liponsäure, Glutathion zum Beispiel. Gibt es noch weitere Mittel, die Ja, sich da bewährt haben? also ich habe ja da ein ganzes Konzept entwickelt, ne? Also ich habe ja mit meinen Supplements quasi ein ganzes Konzept, man darf ja nicht sagen Detox, weil das ist ja abmahngefährdet, ne? Aber ich sag mal so, ich habe eine Produktlinie entwickelt, die auf den Reinigungsprozess abgestimmt ist, ja, also die den Reinigungsprozess unterstützt. Und man muss da eben ganz klar sagen, es reicht eben nicht nur, die Zirbeldrüse zu aktivieren. Man muss auch den Darm reinigen. Ja, also das ist für mich eigentlich mit, das ist gar nicht mehr zu trennen, die Zirbeldrüse und Darm, weil was natürlich passiert, wenn man Alpha-Liponsäure nimmt, ja, Schwermetalle und die Gifte werden mobilisiert. Und wenn die aber nicht ausgeschieden werden können, weil der Darm zum Beispiel nicht genug Darmbakterien hat oder weil da Schlacken sich gebildet haben und der eh schon vor sich hin gärt, weil man vielleicht zu viel Rohkost oder was auch immer isst oder sich überhaupt nicht gesund ernährt, dann genau, kommt es dazu natürlich weiteren Toxinablagerungen. Und das ist häufig der häufigste Entgiftungsfehler, was ganz viele machen. Dass sie den Darm vergessen und dann kommt es da eben zu Gärung und zu diesem sogenannten Leaky Gut. Ne? Also das sollte man Schleimhautpflege, sage ich immer. Ne? Also den Darm mobilisieren. Da habe ich ein extra Pulver auch für die Schleimhäute entwickelt.
Genau, dann natürlich die Blutgefäße, dass das auch alles schön durchflutscht und nicht da irgendwo an den Blutgefäßen hängen bleibt. Ja, dann natürlich auch dein Thema, unser Thema Parasiten. Ja, also man muss immer parallel auch die Parasiten mit entfernen, wenn man Schwermetalle ausleitet oder Gifte ausleitet, ja. Genau, und dann natürlich das Bindegewebe, weil das ist die größte Mülltonne. Ja, also auch da gibt es ja die Matrix im Bindegewebe. Und wenn die verklebt ist durch verklebte Faszien, ja, also dann hat man nicht mehr genügend Raum im Bindegewebe, was eben auch die Verbindung, ne, zur Quelle auch uns ermöglicht. Also man muss wirklich das Bindegewebe hauptsächlich auch mitpflegen. Und dann natürlich genau die Zirbeldrüse. Also ich habe diese Produktlinie, die 5 Faktoren enthält. Genau, also 5 Produkte und die nimmt man über 5 Wochen. Wo du gerade das Thema Parasiten ansprichst, finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Das hat der Dieter Broers relativ ausführlich beschrieben, ist, dass eine funktionierende Zirbeldrüse in der Lage ist, antiparasitäre Substanzen herzustellen. Also diese Pinoline zum Ja, Beispiel genau. sind dazu in der Lage, zum Beispiel auch Parasiten aus dem Gehirn zu vertreiben, also Toxoplasmen. Da gab es auch Untersuchungen. Es war sehr schwierig, da irgendwie Mittel zu finden, was gegen die Toxoplasmen wirksam ist. Und dann ist man auf die syrische Steppenraute gekommen, die ja, wie du weißt, da auch gewisse Effekte hat auf die Zirbeldrüse. Und damit konnte das dann, ja, damit hatten sie sehr, sehr durchschlagenden Erfolg. Man sagt Und ja, genau, jetzt gehen wir da mal weiter. Man sagt ja, dass DMT auch in unserem Körper produziert wird. So, das ist ja quasi ja. Dimethyltryptamin, das ist ja auch ein Psychedelika, das ist eins mit der stärksten Psychedelika. So, und viele sagen, dass das auch in unserer Zirbeldrüse produziert wird. Das ist bisher noch nicht bewiesen, aber dass Pinolin quasi ein Vorbote ist für DMT. So, was aber passiert im Schamanismus, ja, was die Curanderos in Südamerika machen, wo Ayahuasca ja noch legal ist, wo sich ja ein richtiger Reisetourismus um Ayahuasca entwickelt hat, die machen genau das, Sören, mit Ayahuasca, dass die praktisch die Parasiten raustreiben. Und in deren Kultur heißt das, dass die Dämonen austreiben. Und dass das Ayahuasca durch das DMT, also quasi ähnliche Substanz wie das Pinolin, dass dadurch praktisch die Dämonen schwallartig aus deinem Körper kommen. Also manche kotzen sie aus, manche, ne, lassen sie raus über, ne, andere Sekrete oder was auch immer. Also es ist ganz absurd und das ist der Ursprung für die Schamanen, für die Curanderos an Heilung. Das ist total krass. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich habe da auch schon die eine oder andere intensive Erfahrung gesammelt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und habe dann sogar auch teilweise Bilder, also gesehen, wie Parasiten aus meinem Gehirn Ja. quasi rausgehen in diesen Prozessen. Hatte das auch schon mal. Ja, Ja. also ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass da einiges abgeht. Und das machen die ja mit einer Rassel, die rasseln die ganze Zeit, dass sie die Parasiten richtig vertreiben durch diese Frequenz, durch diese Rasselfrequenz und durch Trommeln und so weiter. Und dadurch kommen die Parasiten raus, lassen los und verlassen den Körper. Also und im Dschungel sieht man das noch richtig, ne? Da sind auch noch richtig besessene Menschen, also wie so Exorzismus. Also richtig vom Parasiten besessen. Das Thema hatten wir beide schon mal, ne? Ja, und das gibt's auch, das ist nicht nur in Südamerika so. Ich habe für meinen Parasitenkongress den Dr. Klingert interviewt und der hat mir auch von einer Geschichte erzählt, dass hier quasi in Deutschland auch jemanden quasi, also auch so eine Austreibung stattgefunden hat, also einfach im kirchlichen Rahmen sozusagen. Und dann wurden danach große Parasiten ausgeschieden. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und was auch wichtig ist, wenn die Zirbeldrüse wieder besser funktioniert, dann ist man ja mehr bei sich. Dann spürt man sich besser, dann ist man bewusster. Und dann werde ich mehr die Sachen machen, die für mich gut sind, anstatt die Sachen, die vielleicht für die Parasiten gut sind. Weil die haben auch gewisse Mechanismen entwickelt, um uns zu manipulieren, um uns fernzusteuern. Im Tierreich ist das bestens belegt. Da gibt es so viele Beispiele, dass Parasiten quasi Tiere in den Tod treiben, nur damit sie sich quasi fortpflanzen können. Zum Beispiel das Leberegel, die in einer Ameise sind, also ihrem Zwischenwirt
bringe die Ameise dazu, ganz hoch zu klettern auf den Grashalm, so dass die Wahrscheinlichkeit möglichst groß ist, dass Kuh oder Schaf das Gras, den Grashalm fressen, wo die Ameise drin ist, damit der Leberegel in die Kuh oder das Schaf übergehen kann, wo er sich fortpflanzen kann. Also das ist der Endwirt. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Oder auch Parasiten, die Fische dazu bringen, an die Oberfläche zu schwimmen, dass sie von Vögeln gefressen werden und so weiter und so fort. Mhm. Und auch bei Menschen gibt es ja da gewisse Zusammenhänge, wo gezeigt wird, wie sehr Parasiten einfach unser Verhalten steuern. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Zirbeldrüse wieder zum Funktionieren zu bringen und auch ja, die Parasiten loszuwerden. Nicht nur Parasiten, auch Pilze, Bakterien und Viren. Es reden immer alle nur über Parasiten. Das müssen wir, uns ist das klar. Aber das müssen wir auch immer noch mal sagen, dass es nicht nur Parasiten sind, sondern auch der Candida albicans, der massiv zunimmt in der Bevölkerung. Also der ist auch echt unschön. Der kann die Menschen auch richtig einnehmen. Und natürlich auch Epstein-Barr-Virus und so weiter. Auch der Covid-Virus. Also das ist schon Wahnsinn, wie die Menschen richtig beherrschen können. Ne? Borrelien ja genauso. Okay, aber nur so am Rande, genau. Ja, es ist halt, genau, das Thema, also dieser Begriff ist ja gar nicht so richtig definiert. Manche sagen halt Parasiten und damit meinen sie alles, also die ganzen Pilze noch und die Borrelien, die Bakterien. Ja. Und schulmedizinisch gesehen sind es halt nur die Parasiten, gibt es größere wie Würmer, aber auch Mikroparasiten, die quasi, das wissen wahrscheinlich auch viele nicht, also es gibt auch Parasiten, die so klein sind, dass sie quasi in die Zellen reingehen, dass sie im Blut sind, dass sie ins Gehirn, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden können. Gibt sogar auf Kann man sich Videos anschauen dazu, wie nachgewiesen ist, dass zum Beispiel die Toxoplasmen quasi die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, indem sie sich an eine Immunzelle quasi oder indem sie eine Immunzelle kapern und die wandert dann quasi ins Gehirn. Also die sind wirklich Wahnsinn. Sehr, sehr schlau. Aber das weiß man bei Borrelien ja auch. Das ist ja, warum die Borreliose eigentlich weltweit mittlerweile mit die schlimmste Krankheit auch ist, einfach weil die auch so klein sind und sich auch überall rein docken können. Und das ist auch das Spannende, jetzt um den Bogen nochmal zurückzuführen zur Zirbeldrüse. Das ist wirklich immer, ne, du kennst mich, ich bin ja auch Punk, ne? Also so ein bisschen. Und ich sage immer zu meinen Patienten, wenn sie dastehen, du bist der Herrscher über deinen Körper. Weder die Krankheit, noch jemand anderes, noch Parasiten. Und wirklich einfach, also es ist ein richtiger Kampf für manche, ja, Parasiten loszuwerden, ja. Und dann wirklich einfach ein Go, wirklich einfach zu sagen, go, ich will dich in meinem Körper nicht haben. Und je stärker man seine Zirbeldrüse, sein drittes Auge auch aktiviert, desto besser kann man auch lernen zu manifestieren und zu visualisieren. Und damit beginnt eigentlich die größte Kraft, dass man sich alles erschaffen kann in sein Leben, was man sich wünscht. Ob es Gesundheit ist, ob es Geld ist, ob es Reichtum ist, ob es oder ob es Beziehung ist. Es beginnt alles im dritten Auge und mit Entgiftung. Apropos Entgiftung, es fragt noch jemand, was wir von den Entgiftungstropfen Clean Slate halten. Soll ja auch die Zirbeldrüse reinigen, schreibt sie. Also ich persönlich kann nur von meiner Erfahrung berichten. Ich finde das sehr gut. Und ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal eingenommen habe, habe ich vor dem Schlafengehen eingenommen, habe ich direkt eine ganz, also ganz intensive Träume gehabt und das Gefühl gehabt, okay, da passiert jetzt einiges. Was ich prinzipiell als ein sehr interessantes Zeichen einfach mal deute und was für mich auch ein, sag ich mal, Indiz sein kann, dass diese speziellen Entgiftungstropfen auch in der Lage sind, quasi ins Gehirn, Gehirn reinzugehen und auch die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und dort aufzuräumen. Das ist natürlich nochmal ein Thema für sich, aber ich finde das prinzipiell sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen? Du hast ja gesagt, zum Beispiel, du hast gute Erfolge mit Alpha-Liponsäure. Aber Clean Slate ist auch super. Also gar keine Frage, ist der Hammer. Okay. Gebe ich totales Go. Okay, dann also Go von uns beiden. Wie würdet ihr bei Kindern, Schwangeren oder stark geschwächten Personen hinsichtlich Zirbeldrüse und Parasitenentgiftung, was würden wir da machen? Kannst du erstmal sagen? Das ist natürlich eine riesige Frage bei Kindern. Wollte ich gerade sagen, ich bin nicht auf Kinder spezialisiert und das ist nochmal so ein Sonderthema. Ja. Also ich arbeite ja super gerne mit den Rizolen auch von Dr. Steidle, ne, zur Parasitenausleitung. Aber Kinder mögen das meistens nicht. Die muss man denen irgendwie unterjubeln, vielleicht in der Kapsel oder sowas. Ansonsten habe ich meine Supplements und so, die jetzt langsam auch schon Kinder, also kommt drauf an, ich sag mal so ab 7, ab 8 können die schon nehmen. Aber das Clean Slate bestimmt auch, ne, schon bei Kindern. Und was ich noch
sagen kann, was ich noch empfehlen kann, das habe ich auch, ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema Parasiten geschrieben. Für Kinder funktioniert ganz gut. Da gibt es ein spezielles Produkt, was der Dr. Klingert entwickelt hat. Das ist so ein, das heißt Paraficus. Das ist so ein also süßes Pulver. Hat den Vorteil, erstens, es ist süß. Die meisten Parasitenmittel sind eher bitter. Und hat den Vorteil, es ist nicht in Kapselform, weil für Kinder ist es auch teilweise schwierig, das überhaupt zu schlucken. Und das ist zum Beispiel bei Kindern, habe ich schon viele gute Sachen dazu gehört. Okay, Kinder haben wir ein bisschen was dazu gesagt. Schwangere, da würde ich sagen, von mir aus, da ist es wichtig, keine mobilisierenden Mittel zu geben, sondern sich auf Bindemittel zu konzentrieren. Natürlich wäre es noch besser, vor der Schwangerschaft massiv zu entgiften. Das ist das Beste, was man überhaupt machen kann für die Mutter, aber auch für das Kind natürlich, weil das sonst in der Schwangerschaft ständig, also viele Toxine und übrigens auch Parasiten sind plazentagängig. Das heißt, das Kind ist dem die ganze Zeit ausgesetzt und auch in der Stillzeit gehen viele Toxine, nicht wenige, sondern recht viele Toxine über die Muttermilch in das Kind über. Deswegen am besten vorher geplant entgiften, wenn eine Schwangerschaft geplant ist. Und wenn, ja, und wenn man schon schwanger ist oder wenn man stillt, dann Bindemittel nehmen, die dafür sorgen, dass Gifte gebunden werden, aber nicht, dass neue aufgewirbelt werden. Wie siehst du das Thema? Ich bin ganz vorsichtig bei einer Schwangerschaft bei Leuten. Ganz, ganz Okay. vorsichtig. Weil Okay. egal was, also das Problem ist bei den meisten Schwangeren wirklich mit diesem Pilz, also Pilzgeschichte. Und man sieht das ja schon, dass die Kinder schon mit so viel Milchschorf und also es ist auch krass, wie viele Kinder tatsächlich schon mit Mundsor, mit Mundpilz wirklich auch geboren werden. Deswegen, ich bin, na, auf der einen Seite sage ich am besten den Pilz auch ausleiten noch parallel. Auf der anderen Seite ist immer abhängig davon, ob Schwermetallbelastung vorliegt. Na, also wenn jemand Amalgam hatte oder sowas, dann sage ich, rate ich absolut davon ab, dass sie dass die Pilze auch und so weiter ausleiten. Aber was bei mir ganz gut geht, womit ich gute Erfahrungen jetzt gemacht habe, langsam, ist ein bisschen Grapefruitkern. Nicht zu viel, ein bisschen Grapefruitkernextrakt in die Ernährung integrieren. Genau, aber nicht zu viel von allem. Okay, und in der Schwangerschaft, also das, was du gerade gesagt hast, würdest du auch in der Schwangerschaft Ja, machen? gerade Ist, meine ich ja, ja. Okay, gut. Und ansonsten ein bisschen Zeolit, ne? Aber dann wirklich nicht, also ein bisschen, nicht zu hoch dosiert, aber das Zeolit, das geht ja eh nicht. Ne? Also es geht ja eh nur die meisten, also das Pulver, das geht ja eh nicht direkt in die Blutbahn. Ne? Also das, glaube Ja. ich, wäre schon in Ordnung. Und was könnte aus deiner Sicht passieren, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel, also wenn man mehr Zeolit nimmt? Also du hast ja Ja, gesagt, dass man das sollte halt eher in die wenig. Plazenta geht, ne? Und dann auch, Okay. also genau, dass das dann aufs Kind übertragen wird. Also das sagt man ja. Das ist ja, ich weiß nicht, aber das kommt ja von Klinghardt, ne? Und er hat ja da auch, glaube ich, ziemlich gute Studienlage dazu, ne? Dass 60% der Schwermetalle auf das Kind übertragen werden, zum Beispiel bei Quecksilber und Amalgam. Ja, also die haben auch viel ausgewertet, die haben auch die Muttermilch Ja, ausgewertet und genau. die war dann gerade bei Müttern von autistischen Kindern war es sehr häufig so, dass der Giftgehalt, also der Quecksilbergehalt, so hoch war, dass es offiziell hätte man die Muttermilch gar nicht entsorgen dürfen. Also hätte man nicht mal die Toilette runterspülen dürfen, weil sie so giftbelastet ist, sondern man hätte sie nur in den Sondermüll entsorgen dürfen. Was natürlich auch zeigt, wie groß dieses Thema ist, welche Bedeutung das hat. Wenn ich Natürlich ist die Muttermilch das Beste für das Kind. Da sind so viele tolle Sachen drin. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht stillen soll. Stillen ist das Beste überhaupt für Mutter und Kind. Aber also wenn die Muttermilch halt so vergiftet ist, zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass man sich entgiftet. Weil das Kind bekommt ja dann die ganzen Toxine ab im Mutterleib über die Muttermilch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann, ja, gesundheitliche Probleme bekommt, ist halt viel, viel größer, wenn es so massiv schon mit Giften belastet ist. Ja, und vor allem, die kriegen ja auch schon ganz früh ein Antipilzmittel. Also das ist, ich bin ja mit vielen Krankenschwestern auch verbunden. Also es ist Wahnsinn. Die kriegen wirklich ganz früh schon, also nicht nur Antibiotika, sondern auch Antipilzmittel. Ne, das ist halt das nächste Problem nach der Antibiotika-Krise. Vielleicht nochmal eine Zusammenfassung von mir und dann kannst du nochmal deine abschließenden Worte sagen. Also die Zirbeldrüse generell sehr, sehr wichtig, hat eine übergeordnete Funktion, bringt Ordnung in den Gesamtorganismus, bindet uns an das große Ganze an, ist
sehr, sehr wichtig, gerade in der aktuellen Zeit. Man sieht auch an dem großen Weltgeschehen, dass da viel Nachholbedarf ist in Bezug auf die Gesundheit der Zirbeldrüse. Und wenn wir die wieder, ja, in Aktion bringen können, dass sie wieder funktionieren kann, ordnungsgemäß, dann wird es dadurch vielleicht die ein oder andere Wandlung geben auf diesem Planeten. Und ja, ich glaube, und Entgiftung, Entgiftung, Entgiftung kam ja immer wieder rüber in diesem Gespräch. Ist so sehr, sehr wichtig, dass man, dass ihr einfach darauf achtet, auf körperlicher Ebene euch sehr viel Gutes zu tun, weil das, ja, ohne die körperliche Ebene, die geistige und die seelische Ebene auch nicht funktionieren kann. Möchtest du den Leuten noch was mitgeben, Caro? Ich glaube, das ist eigentlich alles super auf den Punkt gebracht. Also wirklich denkt immer dran, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und die Zirbeldrüse ist halt das Zentrum der Seele. Also das muss gepflegt werden. Und das ist halt das Auge der Wahrnehmung, ja, und der Beobachtung. Also genau, ja, das ist halt wirklich, ja, um abschließend zu sagen, holt euch eure Superpower zurück. Genau. Okay, gut. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort und ich danke euch für eure tollen Fragen. Genau, schreibt Und mich an, auch auf carolintietz.de, ne? Also falls noch irgendwelche wegen dem Entgiftungskonzept, ne, wenn da noch irgendwelche Fragen sind oder genau. genau. Wir stehen zur Verfügung. Wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mir auch einfach schreiben auf Instagram oder per Mail. Und genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, meldet euch zum Kongress an, in 2 Tagen. Am 5. geht's los. Und ich freue mich, euch dort, ja, begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, lieber Sören. Vielen Ciao. Dank. Ciao, ihr Lieben. Viel Spaß beim Kongress.